Was sind denn vor dem Hintergrund Ihrer langjährigen Erfahrung die Herausforderungen, denen sich Unternehmen im Bereich Materialwirtschaft derzeit stellen müssen? Ja, die Materialwirtschaft ist ja eine schwierige Sache, muss man sagen. Einerseits könnte man ja die Bestände einfach senken. Mhm. Problem ist dann, die Materialverfügbarkeit wird kritisch oder ist damit gefährdet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Bestände hamster, bekomme ich das Problem der Kapitalbindung. Das heißt, es wird einfach sehr, sehr teuer. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich Aufgabe, des Disponenten, diese Balance zu schaffen zwischen der Lieferfähigkeit und der Verfügbarkeit. Mhm. Und genau an der Stelle setzen wir mit unseren Softwarelösungen an. Wie sieht es in der Praxis aus, wenn so ein System von Inform implementiert wird? Wir entwickeln Standardsoftware, das heißt, die Softwareprodukte sind fertig, sind allerdings im höchsten Grade dynamisch und konfigurierbar. Das heißt, wir benutzen mathematische Algorithmen aus Statistik, Fuzzy Logic und Operational Research und passen diese dann oder konfigurieren sie für den einzelnen Einsatzfall. Wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Produkte mit den sich wirklich sehr schnell verändernden technischen Landschaft mithalten? Weil es geht ja unter anderem zumindest was die Hardware angeht, oftmals darum, dass die Märkte sehr volatil sind. Es ändern sich teilweise auch Kunden- und Einkaufsstrukturen. Wir haben das gerade in der Krise erlebt. Wie reagiert man da softwaremäßig drauf? Mhm. Ja, Sie haben einige der Herausforderungen jetzt genannt. Im Wesentlichen ist es einmal das Problem, dass die Prognostizierbarkeit stark abnimmt. Volatilität hatten Sie genannt. Kürzere Produktlebenszyklen, Individualisierung. Das sind die Problemfälle einerseits. Auf die muss man mit modernerer Softwarelösung reagieren. Die andere Seite ist die technologische Herausforderung: Internet, mobile Endgeräte. Und in dem Bereich liegen die Herausforderungen, die jetzt da sind und auch in den nächsten Jahren kommen werden. Mhm. Sie bringen große Chancen und entsprechend haben wir darauf reagiert, bringen unsere Softwarelösungen jetzt ins Web, auf die Mobilgeräte, insbesondere auch in die Cloud. Okay. Das heißt, wir haben hier gelauncht die Invent Expert-Lösung in der Cloud. Sie haben dort eben die Vorteile, dass Sie mit einem einfachen Modell, festen Preisen, hier sehr schnell reagieren können die Stichprobenmethode sofort ansetzen, ohne dass sie Startinvestitionen haben. Mhm. Keine Lizenzen, keine Hardware, auch keine dauerhaften Dinge wie Maintenance-Gebühren, Wartung, Administration, fällt alles weg. Sie arbeiten, dabei ist die Stichprobenmethode besonders zu nennen, sie haben eine Besonderheit, eine Softwarelösung, die nur einmal im Jahr verwendet wird zur Inventur. Aber im Grunde das ganze Jahr betreut werden müsste. Mhm. Optimale Lösung, Sie haben es in der Cloud. Ja. Sie benutzen sie dann, wenn Sie sie brauchen. Ansonsten haben Sie nichts damit zu tun. Ja. Nächstes Jahr, wenn Sie wieder brauchen, arbeiten Sie wieder auf der aktuellsten Version. Völlig wartungsfrei. Ja.